Der Originalgrundriss, erfunden vor wie vielen Jahren? 1995. 1995 habt ihr genau diesen Grundriss erfunden und baut ihn. Seitdem ist der meist kopierteste Grundriss auch bei Wettbewerbern. Du hast mir erzählt, zum Beispiel Detlefs Alpa hat diesen Grundriss. Ihr hattet ihn schon vorher. Genau, 95 haben wir den entwickelt. Seit 2000 haben wir den mit Prospekt und schon ganz, ganz viel verkauft. War ursprünglich auf dem Peugeot Boxer oder Fiat Ducato Äquivalent, auf dem, als LB 355, als 6-Meter-Variante, auf dem VW T6, dann auf dem Mercedes Sprinter und Crafter und jetzt auf dem Daily 4x4 als LBX 434, also in unterschiedlichsten Variationen, aber das ist nach wie vor einer der besten Grundrisse auf dem Markt und wie gesagt 1995 entwickelt. Das Coole ist, zu einem Zeitpunkt entwickelt, sollen wir mal kurz hingehen zur Ahnentafel, dass wir das einmal zeigen, ja, denn du hast hier vorne eine Ahnentafel aufgebaut, da gab es ja noch andere Basisfahrzeuge und der Besitz eines Reisemobils war damals kein Allerweltsprodukt, was du überall gesehen hast. Im Jahr 2000, hier sieht man, das ist das Prospekt, was ihr noch hattet, das erste Prospekt. Genau, erste Prospekt war damals auf dem Iveco, auf dem Peugeot hatten wir ihn. Da war das Fahrerhaus von Peugeot noch so kurz, da waren wir insgesamt bei 6 Meter. Dann sind die Fahrerhäuser größer geworden, dann sind wir auf dem VW T6 gegangen, T5, T6. Ja. Das Fahrzeug war mit dem Allradsystem mit Dangel. Der hat 3 Jahre in dem Auto gewohnt, Südamerika. Das ist ein Live-Foto, also ein echtes Foto aus Südamerika. War in Island mit dem Auto. 355, 2016, 6 Meter. Du hast wieder Volkswagen gebaut? T6? Ja. T5? Ja, ganz viele. Habe ich gar nicht gewusst. Doch, ist nur ein Zulassungsproblem, weil wir kein COC haben, sondern Einzelabnahme. Achso, da ging es nicht mehr. Da war das schwierig, genau. Abgas war das, glaube ich. Das Problem, ja. Sonst ist es ein fantastisches Auto, ja. LBX 434. Und habt ihr jetzt COC mittlerweile auf den Autos? Nein, noch nicht, aber wir gehen es jetzt an. So, COC heißt ein europäisches Zulassungspapier, oder? Certificate of Conformity, das heißt, es ist also eine europäische Sache. Und in dem Moment, wo man COC hat, muss jedes Mitgliedstaat das anerkennen. Eine Einzelabnahme, eine nationale Einzelabnahme kann ein anderes Land akzeptieren. Ja, weil nämlich die Schweizer mittlerweile ein bisschen rumstressen bei alten Fahrzeugen, fangen die an schon und lassen die nicht mehr zu. Ein bisschen intransparent, was kommt. Hast du Probleme in der Schweiz? Nein, das läuft über unseren Händler Tataruga und die kriegen bis jetzt noch alle Fahrzeuge zugelassen. Farbe, was ist das für eine Farbe? Grün. Grün? Fällt mir gerade nicht ein. Metallic Grün hat einen speziellen Namen, aber. Das ist aber ein Basislack hier von Iveco. Das ist eine Iveco-Farbe, original Iveco-Farbe. So, das ist ja ein Auto, das schon ein bisschen anders ist wie die. Gut, ich sag mal so, das Fahrzeug selber ist wie der 4x2. Der Motor ist, glaube ich, hat etwas weniger Leistung. Die haben mir das so erklärt, dass der Nebenantrieb, der sollte etwas weniger Drehmoment haben, weil die Geräte sonst kaputt gehen. Stimmt das? Das weiß ich nicht, mag sein, aber mit dem Allrad auch sicherlich aus Homologationsgründen haben die nur den 180 PS Variante. Hat er etwas weniger CO2 wahrscheinlich dann drauf und dann hat er 180 PS. Ansonsten, das Auto selber ist eigentlich eine Sensation. Es ist absolut bedingungslos. Es gibt kein vergleichbares Auto auf dem Markt, das auch nur annähernd diese Features hat, wie zum Beispiel 3 Sperren. Das ist wirklich eigentlich ist das so ein kleiner Unimog, oder? Das ist ein Nutzfahrzeug, LKW, ist auch, wenn man unten drunter schaut, wie beim großen LKW, nur ein bisschen weniger Metall und etwas leichter gebaut. Letzte Mohikaner bis 7,5 Tonnen, das ist ein 7-Tonnen Fahrgestell. 3 Differentialsperren, Untersetzung 1:2, 8-Gang Heimatik, das Ding ist hochgeländegängig. Hier haben wir die Originalräder drauf, das sind Baustellenreifen, hochrobuste, langlebige Räder. Die habe ich drauf. Ich habe auf meinem auch genau die gleichen. Ja, genau. Die tun, was sie sollen? Die tun, was sie sollen. Und wenn ich Spezialreifen brauche, dann haben wir vorhin ja gesehen, haben wir von Delta 4x4 die. Komm, die zeigen wir einmal. Aluminiumfelgen. Du hast da vorne drin. Hast du gute Beziehungen zum Herrn Boser? Hauptsächlich zum Herrn Loder selber. Sehr schön, zum Chef. Zum Chef. Gucken wir mal hier vorne. Das ist aber optisch, ist dir doch sehr gelungen, oder? Die ist super, die Felge. Ich habe auch gesagt, die will ich unbedingt haben. Ja. Das eine Rad hat er noch irgendwo rausgezaubert und hat es uns am Mittwoch rübergerollt, dass wir 2 Räder zeigen können.
So, und da ist es drin. Ihr wart wirklich einer der allerersten, die Felge hatten. Also bei dem, wir hatten damals, habe ich mich mit Herrn Loder unterhalten, dass wir für die Scams damals noch für die alten 4x4 andere Räder brauchen. Und er hat eine 18 Zoll Alufelge, die er schon hatte, massiv verstärkt, sodass die Lastindizes erreicht wurden. Und jetzt sind wir halt mit den neuen Dailies auf eine 20 Zoll Felge gegangen. Die hat er als in Anführungsstrichen normale Alufelge oder jetzt seit kurzem eben auch die geschraubte Felge. Und die passen in den Radkasten? Die passen in den Radkasten. Gerade so? Gerade so. Okay. So, du brauchst aber hier eine Kotflügelverbreiterung, gell? Braucht man, ja. Und das ist grenzwertig groß, das Rad. Warum? Nein, mehr geht nicht, weil sonst müsste ich hier vorne alles freiräumen. Die Bremsen, das passt alles? Genau. Aber das ist ja auch, je größer das Rad, desto stärker müssen die Bremsen sein. Richtig, aber das geht sich noch aus. So, dann gehen wir nochmal rüber. Das Auto haben wir uns auch gefilmt. Das ist ein EX 412 Schrägheck. Ich muss jetzt echt mal zu Hause gucken, was ich denn für ein Daily habe. Ja, ob ich schon das Facelift habe oder nicht. Das hier ist eindeutig. Ich habe ja von Ihnen eine Schulung bekommen. Das ist schon das Facelift. Ja, genau. Denn man sieht das sehr schön, aber es ist dezent versteckt. Sag mal, du bestellst sie nie mit LED oder gibt sie gar nicht als LED? Ich glaube, da gibt es ein Problem mit der Zulassung bei den Allrad, der ist zu hoch. Also genau. Das Fahrlicht ist hier oben nicht, das ist zu hoch, das ist nur das Fernlicht. Das Fahrlicht ist hier unten drinnen. Es gibt im Nachrüstsatz irgendwelche LEDs, aber die machen wir nicht, weil die nicht hundertprozentig passen und dann auch zulassungstechnisch schwierig sind. Funktioniert auch. So, und meistens hast du ja hier oben Lightbars drauf, hier sind sie auch drauf, zwei Stück. Genau. Da brauchst du das wirklich nicht, oder? Nein, definitiv nicht. So, jetzt noch mal kurz zum Thema Grundriss, weil der Grundriss ist das Allentscheidende, dass es ein Bimobil ist, ihr einer der Originalhersteller seid von Reisemobilen im Fernreisebereich, ja, überhaupt in Europa, ist unstrittig, euch gibt es seit 46 Jahren, ihr baut schon immer Alu-Sandwich, oder? Immer schon Alu-Sandwich. Auch von seit 46 Jahren? Nein, ja, immer schon Alu-Sandwich, aber 1995 sind wir auf die 45 mm Wand gegangen. Damals, also ganz am Anfang hatten wir 35 mm Wände. Das war aber damals schon extrem dick. Und inzwischen sind wir bei 45 mm Wänden. Eigene Erfahrung ist zwischen minus 30 und plus 45 Grad. Funktioniert hervorragend. Aber ihr habt nie Fachwerk, Styropor und Holzständerwerk? Nein, das war von Anfang an. Wir haben in der Kante außenrum in Aluminium. Rahmen, da gibt die Kantenstabilität und der Rest ist eine homogene Sandwichplatte mit Spezialschaum in der Mitte, aber nichts irgendwo eingelegt oder keine Hohlräume drin oder Holz oder sowas. Sowas machen wir nicht. So, sollen wir kurz mal zeigen, das Thema, ihr habt ja einen Zwischenrahmen entwickelt, der ist elastomer gefedert. Das ist, hier sieht man es eigentlich ganz gut. Ja. So sieht das Ganze aus. Steifer Zwischenrahmen und das sind diese, aus der Luftfahrt heißt Shock Mounts oder bei den Reisemobilen Selenblöcke. Die geben aber jetzt nicht viel Verschränkung her, sondern nehmen nur die Spannungsspitzen raus. So, und das ist wichtig. Der bricht ja nicht auseinander. Das heißt, dann hebt sich hier ein Rad. Genau. Das Ganze ist sehr steif, also da passiert nicht so viel. Wenn ich über eine Verschränkung drüber fahre, muss das Fahrzeug so ausgelegt sein, dass es mal kurzfristig diagonal auf zwei Rädern steht. So, und das ist bei euch auch unterschrieben. Das heißt, da knackt denn auch nicht das GFK. Getestet. Wie sind die an den Kanten verklebt oder verschraubt, die Sandwiche? Wir haben eine spezielle Eckverbindung. Wir überlappen das Aluminium, ja, schrauben dann ein Kantenprofil drauf und in den Kantenprofil kommt der Silikonschutz oben drüber. Sind die dicht meistens? 10 Jahre. 10 Jahre. Also nach 10 Jahren dicht? Undicht. Nein. Jetzt hast du mich doch reingelegt. Nein. Die sind absolut dicht. Wir haben eine 10-jährige Dichtigkeitsgarantie ohne Nachkontrolle. Aber wie gesagt, seit 95 haben wir diese Eckverbindung und eigentlich keine Probleme. Ich weiß von 4, 5 Fahrzeugen, da haben wir aber mal bei der Konstruktion einen Fehler gemacht. Das ist dann so ein benennbarer Mitarbeiter gewesen. So, und jetzt hast du hier auch einen Fehler gemacht. Du warst bei der Konfiguration nicht da kurz, denn auch das hat Leder, das Fahrzeug. Nein, Leder ist absolut in Ordnung. Sag das nochmal in die Kamera. Leder ist absolut in Ordnung. Haben wir doch selber bei uns auch. Und beim Vorgängermodell auch. So, hast du einen Hund, da ist das Leder vielleicht ganz gut. Schwarz, das ist halt auch nicht hundepfotentauglich und graues Fell tauglich auch nicht. So, hier haben wir einen besonderen, tollen Grundriss. Der ist nicht ohne Grund natürlich so. Wir haben einen kompletten Doppelboden, alle Tanks innenliegend, frostsicher. Richtig.
und natürlich einen irren Stauraum. Das heißt also, in Verbindung mit Euroboxen kannst du hier, ist da noch ein Durchgang von oben, kann ich nach unten ran? Ja, wenn du mal, ich weiß nicht, ob du runter machst, man sieht zwei Bodenluken. Oh ja, man sieht sie. Ja, zwei Bodenluken und ganz vorne kann man auch noch aufmachen. So, jetzt hat meine Kamera sich gerade verabschiedet, das wollte sie nicht, den Winkel, aber es hat wieder funktioniert und ganz pragmatisch, eine der Heizung, die am meisten verkauft wurde auf der ganzen Welt, ist die Truma Dieselgas. Das ist eine Dieselheizung, aber ansonsten ist es einfach nach Kundenwunsch. Also kann er auch Diesel oder Gas haben. Das Geile an der ist, die macht so schön warmes Wasser und so lange, ja, dass man keine Alde braucht. Also brauchst du keine Alde Flow, sondern das, was da rauskommt, ist so schön lange warm. Ja. Ich glaube, 8 Liter, 9 Liter macht die, oder? Nee, es sind 10 Liter 60 Grad. 10 Liter 60 Grad, das heißt, du kannst ungefähr 20 Liter ja, mit 30 Grad machen. Ungefähr so, ja. Ja. Also gemütliches Duschen ist auf jeden Fall möglich. So, hier ist der Bimobil Edition Famous Water, Keramik und Kohle. Was macht der? Das ist der zweite Wasserhahn innen drin und der filtert uns das Frischwasser aus dem Frischwassertank nochmal durch, sodass ich echtes Trinkwasser generiere. Die Gurtböcke, hier sieht man sie sehr schön, denn hier darf ich hinten sitzen. Ja. Die Tür muss, glaube ich, geöffnet bleiben oder eine Sprechverbindung muss da sein. Gell? Eine Sprechverbindung zum Fahrer muss jederzeit gewährleistet sein. Wir machen das so, dass wir die Zwischentüre dann über einen Magnethalter offen halten. Ansonsten kriegt er nämlich nicht mit, wenn jemand irgendwas passiert hinten. Das ist der. Ja, oder wenn man mal einem schlecht ist oder man dringend mal austreten muss. Hast du schon mal einen schönen Auffahrunfall gehabt, wo einer hinten auf dem Bimobil draufgeknallt ist? Noch nicht, dass du weißt, oder? Nein. Die Frage ist, habt ihr mal einen Crashtest gemacht? Einer mal den draufgerauscht ist? Wir haben keinen Crashtest gemacht. Wir haben das zerstörend geprüft. Das heißt, es wird gezogen, bis es kaputt geht. Und da haben wir den Test auch gut bestanden. Das heißt, das ist richtig stabil. Und diese Platte, das ist ein Aluminium-Sandwich mit den schrägen Verstrebungen. Das sind Aluminiumrohre. Wir übertragen die Crashlasten in die Seitenwand. Das heißt, auch wenn hier hinten jemand drauf fährt, das ist extrem stabil. Mir geht es ja darum, du siehst ja öfter mal sehr traurige Bilder von komplett Zerlegten. Die verteilen sich dann im Umkreis von 200 Metern auf der Autobahn, schon bei reinen Auffahrunfällen. Die müssen sich noch nicht mal überschlagen, wenn dann was passiert. Also wir hatten schon zwei, drei Fahrzeuge, die auf der Piste umgefallen sind. Die sind erstaunlich fit hinterher. Es gibt auch da Grenzen, muss man sagen. Denn ich sag mal, aber sie sind schon sehr sicher. Die sind sehr sicher und sehr, sehr stabil. So, hier unten siehst du auch das Thema Rahmen. Das ist der Originalrahmen hier drunter? Das hier ist Originalrahmen. Ja, auch die Platte ist original von Iveco für eine Anhängerkupplung zum Anflanschen. Und da ist der Hilfsrahmen oben drauf? Okay. Ja. Habe ich verstanden. So, die kann man anflanschen. Ist da die elektrisch schon vorgerüstet? Weil ich sehe ja schon die Kupplung. Die ist vorgerüstet. Das heißt, wir brauchen hier bloß eine Anhängerkupplung dran machen und dann hat man schon. So. Das Ganze wird ja immer schwieriger. Solche Unterfahrschutze müssen ja geprüft sein mittlerweile. Richtig. Zu Recht. Nochmal deutlich aufwendiger. Deutlich aufwendiger. Früher kommt man. Absolut richtig, ja. Früher konnte man sowas selber machen. Was total schön ist, ist die Haltbarkeit hier von der Farbe. Wie habt ihr die denn so haltbar bekommen, dass die nicht mehr runtergeht, selbst bei Feinkontakt? Gut, ist einfach gute Lackierer, viel Erfahrung. Vorbereitung vom Aluminium-Riffelblech, die bürsten wir inzwischen mit einer Kunststoffbürste, sodass man halt ganzen Öle, Fette, sonst irgendwas von der Oberfläche wegkriegt und damit hält der Lack. Primern, natürlich Handbuch lesen wäre ganz gut. Ja. Das ist ja oft so der Fehler. Wer stellt das Sandwich her für euch? Ist das eine Firma? Macht ihr selber? Machen wir alles selber. Macht ihr alles wir selber? 12-Meter-Presse und Sandwichplatten stellen wir bei uns her. So, die ist jetzt echt gut glatt. Die kommt von der Rolle, nehme ich an, oder? Das Blech kommt von der Rolle, aber eine sehr große Rolle. Das heißt, das ist überhaupt kein Problem, dass man die glatt hinkriegt. Und der Rest ist natürlich dann Erfahrung unserer Kabinenbauer. Und wenn die Presse entsprechend ansaugt, dann kriegt man solche Sandwichplatten hin. Das ist schon edel mit dem Alu. Hat natürlich den Nachteil, eine Delle ist eine Delle. Und du sagst, das ist die ist wie beim Menschen. Wenn ich eine Narbe habe, dann habe ich eine Narbe und die bleibt ein Leben lang. Ja. Man kann es ausbessern, aber viele sind eigentlich fast noch stolz drauf, oder? Ja, das gehört mit dazu. Es ist kein technisches Problem. Irgendwann ab einer gewissen Tiefe muss man was machen. Aber leichte Dellen sind einfach ein bisschen ja, wie Narben.
Man zeigt, dass man es nutzt und dass man lebt. Ja, du hast hier eine schöne Ausstattung, die richtig viel Kohle kostet, aber es ist ein Fenster, da sagst du, das ist wie beim Haus, muss man nicht haben, aber wenn man es hat, hat man Einbruchschutz oder Einbruchhemmung, extreme genau. Einbruchhemmung, Wärme, Lärm, alles weg. Haptik. Ich schaue viel lieber durchs Glas raus, Einhandbedienung und so weiter. Also das ist eine Freude, weil du das ja jeden Tag bedienst. Und da sagst du, ja, könnte man eigentlich schon investieren. Sag mal, regnet es hier zwischen, wenn das geöffnet wird? Oder sagst du, die paar Tropfen, die den Weg finden? Die paar Tropfen machen überhaupt nichts. Deswegen haben wir auch nochmal die Leiste da als Regenrinne. Damit das, was runterläuft, nicht da reinläuft. Dass das Seite abläuft, das macht nichts. Sehr schön. Also, dass man das auch mal sieht. Dann alles aus dem Nutzfahrzeugbereich, also diese Riegel hier, das ist alles ordentlich gemacht. Da könnt ihr euch nochmal andere Videos angucken, das haben wir schon ganz oft wiederholt. Das hier ist Grauwasserentleerung? Nee, Frischwasser. Frischwasser, also ihn frei zu machen. Ich habe in einem Fahrzeug vor kurzem, haben wir gezeigt, der hatte eine, aus Tschechien, lustige Sache, der hatte einen Hochdruckanschluss, mhm. Den kannst du öffnen, damit kannst du die komplette Wasseranlage freipusten. Okay. Total lustig, also habe ich noch nie gesehen und das heißt, wozu ist der? Sagt er, ja, damit ist es so, wenn das Ding mal stillgelegt wird, da wird dann Luft eingeführt und da wird durch das komplette Rohrsystem das Wasser rausgedrückt. Lustig, oder? Okay. Ja, ich will da mal unseren Kunden unterstellen, solange steht ein Bimobil nicht. Die meisten haben es immer in der Steckdose, oder? Ja. Ist das hier eine E hinten? Habt ihr meistens eine E drin? Ja. Gut. Das heißt, du kannst auch elektrisch stehen, zum Beispiel in Skandinavien, da hast du überall eine Steckdose. Und wir haben ja oft die große Elektroanlage drin und große Batteriekapazitäten. Und wenn wirklich mal mit dem Gasteil ein Problem sein sollte oder Gastank tatsächlich leer ist, kann ich zumindest nochmal notheizen über Batterie. So, jetzt klemme ich mal auf. Oben das Rohr, das ist ein Astabweiser, der drauf ist. Da gibt es auch eine andere Alternative, oder? Genau, wir haben die gefräste Reling oder halt diese runde Reling. So, und die runde ist der Klassiker schlechthin, oder? Genau. So, wir gehen mal rein, gucken uns das Ganze mal an, denn abgesehen davon, dass es eine Rammschutzleiste hat, auch diese Stahlfelge, die kriegst du, ja, vielleicht nicht weltweit, aber die kriegst du wirklich überall. Das ist ein Nutzfahrzeug. 19,5 Zoll Felge, das ist weltweit verfügbar. So, und das siehst du da. Auch der Reifen, der kostet nicht die Welt, denn... Das ist Baustellenbereich, das ist Massenware. Gibt es eigentlich für den einen AT-Reifen der mit der gleichen Größe? Nein, leider nein. Das ist also genau den Reifen? Die Offroad-Reifen sind meistens geradstellige Zollgrößen, 16, 18, 20. Mhm. Und die ungeraden Zollgrößen, 17,5, 19,5, 22,5, das sind dann die Nutzfahrzeuge, also die Baustellenvarianten. So, 273.920, du sagst, dafür fährt er, da hat er alles drin, da hat er ein Kunststofffenster drin. Genau, Kunststofffenster, 200 Ampere-Stunden Gel-Batterie, einfache Ausstattung, aber voll funktionsfähig. So, und jetzt sind hier ein paar Extras drin, Hartglasfenster 25.000 Euro, die Haube kostet 6.000 Euro, die Aufpreisliste ist da, aber du hast ein besonderes System entwickelt, dass die Leute werden wirklich gefragt, was sie wirklich brauchen und es wird nicht auf Teufel komm raus verkauft, was man will. A, geht es auf die Zuladung, B, braucht das nicht jeder. Genau. Und es gibt ja auch Leute, die fahren damit zum Beispiel nur Deutschland, Holland, Österreich, die fahren nicht in die Sahara. Dann kann ich einfach ausgestattet bleiben. Ja. Ja, dann gebe ich das Geld doch lieber für Reisen, für Abendessen oder sonst irgendwas aus. Ist ein Wechselrichter dabei in der Serie? Nein. Das gibt's also auch 12 Volt. Ja. Ich mag dich, ja. Das also ist 230 Volt? Wenn ich nur einen Laptop lade, nur mein Handy lade, mache ich das mit 12 Volt. Weil die nehmen alle Gleichstrom. Ja, ich muss nicht zwingend Gleichstrom zu Wechselstrom machen und dann wieder zu Gleichstrom umtransformieren. Das stimmt, es gibt so Adapter. Ja. Genau. Es gibt aber durchaus Anwendungen, wo man sagt, ein Wechselrichter ist sinnvoll. Klimaanlage zum Beispiel, die braucht 230 Volt. Bitte beraten lassen, du bietest alles. Also von der 230 Volt Wechselrichteranlage bis hin, du bist, ich sag mal, bei dem Thema Wechselrichter auf einen Hersteller festgelegt? Votronic oder Büttner verwenden wir aktuell. Ja, Büttner ist sogar zertifiziert, sogar die Solarzellen zertifiziert. Habt ihr auch die Solarzellen von Büttner? Richtig, ja. So, die habe ich mal eingebaut. Die Anleitung ist 100 Seiten lang. Man muss primern. Hast du mal gelesen, die Anleitung? Nein, das machen meine Mitarbeiter und die haben schon so viele von den Büttner-Panelen verbaut. Da ist nämlich in den Sets immer alles dabei. Da ist sogar die Tube ist mit dabei, die Kartusche ist dabei, der Primer ist mit dabei. Wenn du das richtig anwendest, allein die Montage von den zwei Solarplatten,
Also ich muss immer sagen, es gibt Platten, die haben mehr Energie, aber die Büttner-Platten halten auch noch nach 5 Jahren, habe ich das Gefühl. So ist es, genau. Der Backofen an der Stelle, warum? Weil er da gut hinpasst. Ganz einfach. So, ich zeig's mal. Da ist der Eingang. Geh ruhig mal rein. Kannst das Schild mal wegnehmen. Und wir sind auf der Abenteuer Allrad übrigens, 2023. Eine ganz große Offroad-Messe in Bad Kissingen. Zusammen mit Stefan Christner und Stefan und ich zeigen jetzt mal, warum dieser Grundriss ist. Das ist nämlich der Grundriss, der so offen ist. Hexitz-Gruppe. Warte, ich zeig's mal. Darf ich dir ehrlich was sagen? Selbst ich habe diesen Grundriss gerade. Ich fahre den gerade. Ja. Ich fahre einen Bimobil-Grundriss. Und ich habe genau den Grundriss mit dem Unterschied, dass alles gespiegelt ist. Das heißt, also die Küche ist auf der linken Seite, Dusche ist auf der anderen Seite. Aber wenn du hier reinguckst, auf wie viel Meter sind wir hier? 4,43. Das ist ja unglaublich, oder? Ja. Kabinenlänge 4,43 Meter. Ja. Fühlt sich an wie 7 Meter. Ja, das ist einfach phänomenal. Du hast eine super bequeme Rücksitzgruppe, richtig groß, richtig gemütlich, wo man sich richtig schön in die Ecke fläzen kann. Du hast eine sehr große Küche. Hier nochmal ein Ablagefach, wo man mal schnell Getränke abstellen kann, Kuchen abstellen kann oder ein Buch hinschmeißen kann. Hier haben wir nochmal unser Fächerfach, was ich immer für sehr wichtig halte. Wie gesagt, richtig große Küche. Warte, ich komm mal zu, denn nicht weil ich dich so liebe, sondern weil man von hier aus, ich liebe dich ja auch, aber weil man von hier aus das Ganze mal nochmal sehen kann. Das heißt, du hast von beiden Seiten, weißt du, was mir aufgefallen ist, selbst bei Frankia gibt es so einen Grundriss. Ja. Hast du ihn gesehen? Nein, aber ich weiß, dass im Prinzip jeder Hersteller inzwischen den Grundriss hat, ja. Also ich habe den Frankia, weil der ist klasse. Du hast eine Rundumsicht, die ist natürlich bei den KCT-Fenstern ein Ticken geringer, weil die Rahmen so dick sind. So ist es, ja. Da kommt es nicht drum. Das hier kann man abschrauben, wenn man nur zu zweit fährt. Selbstverständlich. So, das heißt, nur, wenn da jemand mitfährt, muss man die haben. Aber in den meisten Fällen wird das im Keller sein. Bicolor-Leder. Ja. Boah. Dann hier vorne. Ist das Ahorn auch hier? Das ist wieder eine Ahornplatte, ja. Du sagst, Profis können kaum unterscheiden. Birke-Ahorn, oder? Birke-Ahorn sieht man. Also, ich kann's nicht. So, die Lampen. Da habt ihr neue Lampen jetzt. Also, die sind sehr schick. Ja, das sind die Privet-Lampen. Das ist eine sehr, sehr angenehme Beleuchtung. Das Coole ist, die kannst du indirekt, direkt machen. Schwenkbar, ja. Schwenkbar. Also, habe ich in unserem eigenen Testfahrzeug drin. Sehr angenehm. Votronic, die neuen Truma-Bedienteile habt ihr jetzt eingebaut. Ja, genau. Da kannst du ja auch noch mehr steuern über die Truma. Ja. Habt ihr euch das mal durchgelesen, das Handbuch? Oder? Haben wir durchgelesen, machen wir aber nicht. Ja. Im Prinzip kannst du ja über den CI-Bus unglaublich viele Geräte zusammenschalten. Kannst du Kühlschrank steuern, kannst du alles machen. Ja. Aber mein Gott, ihr habt lieber einen Schalter und dann funktioniert es auch. Wir haben lieber einen Schalter und mir ist immer ganz wichtig, dass ich jedes einzelne Gerät auch einzeln schalten kann. Schön. So, dann lass uns mal rausgehen. Hier kann man das Ganze absenken, kann hier eine tolle Liegewiese machen. Werden dazu diese Polster verwendet, die da sind? Oder wie da oben liegt ein Ausgleichspolster. Im Alkoven. Das heißt, ich versenke den Tisch, der liegt dann auf Leisten auf, ist absolut stabil. Ich lege das Polster drauf und dann habe ich hier nochmal schöne Spielwiese. Stefan, schlag mal bitte aus und dann zeige ich mal gerade, wie diese Kante hier, der Möbel, genauso angelegt ist, dass du eine Flucht hast, sodass du von hier aus noch ein großes Raumgefühl hast. Alles ist leicht zurückversetzt in Treppen. Oder ist das Zufall? Oder du merkst, der Schrank hier ist ein bisschen schmaler, dann kommt er etwas breiter, dann wird er noch ein bisschen breiter, es öffnet sich leicht konisch nach innen. Ja. Das ist alles, war das damals auch schon so? Das war schon immer so. Auch damals, ihr habt auch mit dem schrägen Bad, das war schon immer so, dass man einfach das Raumgefühl hat, dass wenn man da in der Ecke sitzt, einfach komplett nach vorne schaut. Der wirkt auch deswegen so offen, weil der Alkoven so frei ist. Optisch schaue ich bis davor. Deswegen wirkt er tatsächlich, als wäre es 4,34 plus 1,60. Ja, habe ich im Moment nicht. Ich habe ja einen Alkoven, der ist zu. Dazwischen sind zwei Bad und Toilette gegenüber. Das machen den enger, Raum zu. Ja. Ja. Das macht es wieder optisch enger. Boah, das ist schon gut gelöst, ja. Das ist, du bist einer der meistkopiertesten Menschen. Es gibt sogar Leute, die kopieren dich 1:1. Die sagen, ich mache mir gar nicht die Mühe. Aber ich finde das immer ein großes Prädikat. Man muss genau hinschauen, denn das Original ist oft, ich sag mal, in Details, die aber wesentlich sind, die essentiell sind, anders. Also es fängt an
zum Beispiel mit dieser Treppe oder mit dieser Möglichkeit, die Eingangstür mit einem simplen Mechanismus so zu verkeilen, dass selbst wenn jemand die aufbrechen würde, nicht durchkommt. Zeig mir das mal bitte. Das habe ich mit meinem Onkel zusammen damals entwickelt, weil ich mal als Werkstudent mein erstes CAD-Projekt war, was ähnlich. Dann habe ich gesagt, Mensch, ich habe eine Idee, ich weiß, wie wir das machen. Und dann haben wir das so gebaut und seitdem ist das so. Jetzt habe ich hier die Treppe. Und selbst wenn mir jemand das Schloss aufbricht, hat er als nächstes Hindernis die Treppe. Das Geile ist, du hörst ihn dann schon. Das heißt, er hat keine Zeit. Er rüttelt dagegen, es macht Geräusche, einer versucht hier hochzukommen. Er kann die gar nicht hochdrücken, er müsste jetzt ein Werkzeug haben, einen Winkel, er weiß ja gar nicht, was dahinter ist. Genau. So, und das Ganze ist mit einem massiven Edelstahl-Klavierband versehen. Das heißt, also er müsste massive Gewalt, also das ist nicht mal eben so schnell. Und da ist jetzt ein Sicherheitsschloss drauf, das ist eine Tür, die ist zum Verschiffen gedacht. Richtig. Da kannst du zumachen und das Geile ist dabei, dass die... Wohnkabinenseitig den Knauf, dass ich jederzeit nach vorne kann. Und fahrerhausseitig einen Badschlüssel. So, und hier hast du ein Magnet mit drin. Das Coole ist an dieser Tür. Jetzt merkst du gerade, wie die Wärme uns entgegenkommt. Ja. Aus dem Fahrerhaus. Das ist Wahnsinn, gell? Du hast ja diese Wärmebrücke da vorne. Ja. Dieses Fahrerhaus, das ist ja, darf ja nicht isoliert werden vorne. Und das ist komplett abge... Und dann steigst du aus deinem Auto, steigst du letztendlich in deine Wohnung. Genau. Und du siehst das Auto nicht mehr. Richtig. Tür zu und gut ist. Das ist bei allen deinen Fahrzeugen so. Ja, das ist mir auch wichtig. Und die Zwischentür ist Sicherheitsaspekt und auch ganz wesentlich thermisch abgekoppelt. Mhm. Weil so ein Fahrerhaus ist im Sommer brutal heiß, kennt jeder, und im Winter halt auch entsprechend kalt. Und wenn ich dann eine Sandwichplatte, also eine stabile Tür, zumache, ja, dann habe ich das abgekoppelt. Habe ich keine Kondensprobleme, brauche keine zusätzliche Energie zum Heizen. Oder halt auch keine zusätzliche Energie, um die Kabine runterzukühlen. So, und zusätzlich gibt es uns einen ganz geilen Diebstahlschutz. Ja, den hat mir einer von Iveco erklärt. Du versteckst einfach diesen Schalter hier und wenn du losgehst, drückst du ihn. Und nach 10 Minuten nach dem Abstellen ist das Fahrzeug nicht mehr startbar. Ist tot. Tot. Und wenn du den Anschalter versteckst, kriegst du auch nicht mehr an. Das ist nur ein Tipp. Ja, dann hast du. Ich denke mal, nachdem die wenigsten den Schalter kennen. Ja. Du glaubst nicht, wie viele Ivecos wir schon repariert haben, wo die Kunden anrufen, mein Auto springt nicht mehr an. Ja. Weil ich sage, wir haben es dir erklärt, drück mal auf den schwarzen Knopf. Oh, jetzt geht er wieder. Ja, bitte draufdrücken. Das ist nämlich eine spezielle Technik, weil so viele Verbraucher drin sind. Damit kann ich die Batterie abklemmen. So ist es. Ja, und dann wird die nicht leer. Wenn ich das Fahrzeug länger parke, sofort hier roten Knopf drücken und dann werden alle Verbraucher runtergefahren und dann kann er wirklich lange stehen, ohne dass die Starterbatterie was abkriegt. Ja, du wolltest schon immer mal Jet fliegen, oder? Deswegen hast du diesen LED-Schalter im Jet-Design ausgeführt. Ich bin schon mal Jet geflogen. Bist du Jet geflogen? Cool. So, Klimaautomatik, vielleicht ganz wichtig. Viele haben, also du hast auch automotives Fahren, du hast ein Lederlenkrad, Multifunktionen. Ja. Leider kein Abstandstempomat. Das ist, vielleicht kommen sie irgendwann mal, aber du sagst, naja, eure Kunden, die lieben das Fahrzeug, weil es Automotive ist. Sehr einfach zu bedienenden Tempomat. Also im Prinzip kann ich ja, ich gehe mal davon aus, dass der LKW vor mir auch ein Tempomat hat. Ich bin bis jetzt immer mit konstantem Abstand hinterhergefahren. Dahinterhängen. So, dann schön sind natürlich viele Ablagefächer. Du hast ab Werk schon ganz viele 12-Volt-Dosen, um zum Beispiel eine Dashcam oder irgendwas anzubringen. Okay. Ihr habt die Dometic-Rückfahrkamera an der einzig richtigen Stelle angebracht, nämlich am Rückspiegel. Da, wo man es gelernt hat, hinzuschauen, ja. So, und was eine Besonderheit ist natürlich hier, diese 5 Tasten, die da sind, das ist das Thema Offroad-Fahren. Richtig. Allrad ist permanent? Permanente Allrad, Untersetzung 1:2. Und drücke ich hier über die Schildkröte, wird pneumatisch zugeschaltet. Dann habe ich also, wie gesagt, Untersetzung 1:2. Der Schalter schaltet mir den großen Motorlüfter ab. Mhm. Wenn ich durchs tiefe Wasser fahre, dass der nicht Wasser schaufelt, beziehungsweise nur mit dem unteren Teil ins Wasser reingeht und dann wegbricht. Das heißt, ich kann für die Durchfahrt, Wasserdurchfahrt, den Motorlüfter ausschalten. Ist das notwendig, die Getriebeentlüftung hochzulegen? Ja. Macht ihr das? Ja. Ist das ab Werk so? Oder? Dazu. Das ist eine Option, die wir aber grundsätzlich dazu bestellt haben. Ist, wenn das Wasserding da ist, ist sie schon hochgelegt? Nee, noch nicht, oder? Das hat damit nichts zu tun. Wir bestellen es als Option, hat aber damit nichts zu tun. Das ist wirklich nur, um den Lüfter abzuschalten. Ja.
Wie gesagt, wenn der ins Wasser reinschlägt, so halbseitig, dann kann es sein, dass er verbiegt. Und hier habe ich meine drei Differentialsperren. In der Schaltung, in der Reihe, wie ich sie auch schalten kann. Ja, ich mache immer das Mittendifferential, Heckdifferential dazu. Wenn es notwendig ist, Frontdifferential. Frontdifferential, wenn ich gesperrt habe, dann piepst da ganz eklig, genauso wenn ich den Lüfter ausschalte. Mhm. Das ist ziemlich laut, kann die beiden aber dann einfach wieder deaktivieren und die beiden kann ich drin lassen. Jetzt kommt was richtig Schönes, zeige ich mal gerade. Das ist dieser Knopf hier, der da. So, da macht es einmal zisch und dann passiert was. Dann habe ich vom Verteilergetriebe einen Leerlauf eingelegt. Das heißt, ich kann ihn abschleppen, muss, oder? Genau. Ganz wichtig. Also müsst ihr, lasst euch bitte die Einweisung. Du hast die Komfortsitze bestellt mit Federung. Ja. Die sind so geil. Ich habe, du kannst das Fahrergewicht einstellen. Eigentlich gibt es die schon ewig. Also die gibt es von Isringhausen. Gibt es schon ewig, ja. Also da stellst du ein. Absolut komfortables Fahren, ja. Wo ich den Daily noch gefahren habe. Wie gesagt, unsere Russlandreise, das waren 10.000 Kilometer in 4 Wochen. Da sitzt man wirklich viel auf dem Fahrersitz. Das macht Spaß. Also auch für lange Personen. Jetzt bist du hier natürlich am Anschlag. Was mache ich denn, wenn ich jetzt 2 Meter bin? Als 2-Meter-Mensch ist der Daily insgesamt vielleicht nicht das passende Auto. Mhm. Die Italiener gehen nicht von richtig großen Menschen aus. Ich lasse es mal so stehen. So. aber wir haben einen Vorteil. Ja. Wir schneiden die Rückwand raus. Ja. Und die Wand hier, unsere Kabinenfront, ist nach hinten versetzt. Ach, das heißt, im Vergleich zum normalen Fahrerhaus habe ich noch mal ein bisschen mehr Beinfreiheit, weil ich den Sitz weiter hinterschieben kann. Okay, das heißt, ihr habt, genau, das war nämlich das, was der mir erklärt hat von Iveco Westermann, der sagte, man kann das mit Schienen verlängern, das war aber beim Kasten. Der Kasten hat die Rückwand, muss man die Rückwand rausnehmen, aber der sagt, die meisten Kurierfahrer sind noch keine 2 Meter, hat er gesagt. Ja. Der, wir kommen um so ein Stück nach hinten, 5 Zentimeter nach hinten. Das ist eine Welt, also für die Leute, die groß sind, die wissen, was sie sind. So, mal schnell raus aus der brütenden Hitze des Fahrerhauses, rein in das kühle Wohnmobil, und was man direkt feststellt, ist natürlich, dass diese Fenster, diese KCT-Fenster made in Germany, natürlich so isolierend sind. Sind die so isolierend wie der Schaum außen? Nicht ganz. Wenn man mit der Wärmebildkamera drauf geht, sieht man sie leicht. Aber die sind fast so gut wie die Sandwichplatte. Leicht. Ihr wandert oft mit der Wärmebild rum, oder? Ich schaue mir das regelmäßig an, ja. So, dann wirst du wahrscheinlich den Backofen sehen, oder anders? Wenn der an ist, den sieht man so richtig. So, Thema Wärmebrücken, das ist ein mega Thema, ja. Das heißt, habt ihr Alu verbaut in den Sandwichen? Wie gesagt, die Eckverbindung ist Aluminiumkante. Innen auch? Da, wo Türen und Fenster sind? Nein, nicht. Nein. Das ist nur ein spezieller Hartschaum, der schraubbar ist. Ah, okay. Ihr habt einen anderen Schaum drauf, aber ja. der hat die gleiche Wärmeleitfähigkeit wie der... Genau. Okay, so, und das ist der Alkoven, der ist allzeit beliebt. Leute, die im Alkoven schlafen, ja, die sagen, ich will gar nicht mehr aufwachen. Das ist so was ganz Heimliches. Absolut. Aber es gibt doch genug, die sagen, ist nicht meins. Ja, aber von denen, die sagen, Alkoven geht gar nicht, sind ungefähr 50%. Wenn man sagt, mach mal die Treppe runter. Mhm. Du hast einen richtig bequemen Aufstieg. Wenn man jetzt noch hier eine Dachluke hat, an der richtigen Stelle, dann sagt die plötzlich, ja, der geht. Geht. So, ein bisschen rein. Die Dachluke sind sehr praktisch, da kannst du komplett... Man überzeugt nicht jeden, aber viele Leute sagen, nein, der funktioniert. Gibt es den einen Ticken höher eigentlich, denn hier? Nein. Unser Blech liegt 2,50 Meter und das sind bereits 2,50 Meter bis oben. Okay, verstehe. Das heißt, das Blech ist nicht länger. Richtig. Ihr könnt ja wie bei Tabat, die überlappen die Bleche. So. Nein, das machen wir lieber nicht. Das war ein Scherz. So, Reisemobil LBX, beim Wohnwagen ist wirklich so. Da sind 2 Bahnen übereinander. Ja. Beim Riffelblech. Habt ihr jemals eigentlich Hammerschlag verwendet? Nein. Schade. Hätte ich gerne mal gehabt, ja. Das ist nämlich immer so schön, wenn du eine Delle drin hast, die kriegst du gar nicht mehr raus. Ja, das ist genau, so. Keine Chance. Nachlackieren, sonst irgendwas, du hast keine Chance. LBX 434, also ein absoluter Klassiker. Gibt es auch 2 verschiedenen Fahrgestellen. Einmal Mercedes-Benz, den gucken wir uns gleich ganz kurz mal an, dass wir den gesehen haben. Und preislich liegen die auch ein Stück auseinander? Richtig, der Daily ist deutlich teurer, weil einfach das Fahrgestell entsprechend teuer ist. So, ist wirklich so. Also du kriegst aber ab Werk eigentlich ein ganz tolles Auto. Unter Bodenschutz, macht ihr den auch auf Wunsch? Ja. Sollte man machen. Bitte öffne mal, denn das Bad hier ist so fett.
Das ist so groß, dass man eine dedizierte Dusche hast. Du hast natürlich, was ganz wichtig ist, vielen Leuten, die möchten eine Dusche haben wie zu Hause. Viele leben ja hier drin. Richtig. Also nichts Schwenkbad oder so. Nein, Langzeitreisen, separate Dusche. Und Vorteil einer separaten Dusche ist, ich habe auch einen fantastischen Trockenraum. Um nasse Kleidung reinzuhängen, nasse Handtücher reinzuhängen, die können abtrocknen. Der Raum ist beheizt, der ist oben belüftet. Wie gesagt, da kriege ich dann auch wirklich was trocken. Wie hängt man den hier rein? Gibt es eine Stange auf Wunsch? Machen wir da eine Stange rein, ja. So, kann man da drauf treten auf das Rost? Selbstverständlich. Was ist da drunter? Edelstahl? Edelstahl. Das ist ein Teakholzlattenrost und drunter ist eine Edelstahl-Duschtasse. Zwei Abläufe? Ja. Gut, also läuft immer. Ja, ich frage ja nur. Da oben, das ist der Lichtschalter, aber für 12 Volt, nehme ich an. Nein, das ist nochmal eine zusätzliche Bilgenpumpe, die, wenn die Duschtasse nicht sauber abläuft, dass man die zuschalten kann. Ach, krass, die habe ich unten gesehen. Da war die eingebaut. Aber wäre nicht unbedingt notwendig, aber damit kannst du den Druck des Saugens nochmal erhöhen dann. Genau. So, dann, da müssen wir nochmal ein bisschen eine Lobeshymne singen, weil du hast den Klassiker verwendet. Gibt es mittlerweile, glaube ich, in anderen Formen? Gibt es in vielen Formen inzwischen. Wir arbeiten halt mit der Firma TomTour zusammen. Die vertreiben die klassische Nature-Set, die hier verbaut ist, oder alternativ eine neue Variante, die Ogo. Die ist im Aufbau her deutlich kürzer, das heißt bei kleinen Fahrzeugen zu bevorzugen. Bei großen Fahrzeugen wie hier, das hätte ich bei einer Geschmackssache gesagt, das war beim Thema Toilette vielleicht nicht richtig. Du, ganz ehrlich, du bist schon eh so pragmatisch, was die Ausstattung angeht. Ja, alles ist sehr schlicht, extrem Understatement. Da kann es auch die Ur-Nature-Head sein, also das ist dann auch egal. Ja? Die ist nicht hübsch, aber super stabil. Das ist so. Bitte einmal beschreiben, wie die funktioniert. Für alle, die sowas noch nie gesehen haben. Hier vorbei? Ja, das ist keine Chemietoilette, keine Kassettentoilette. Nein, ich habe eine mechanische Trennung. Hier vorne geht der Urin rein. Mhm. Auch wenn man mal nicht so sauber trifft, gerade die Mädels. Auch das, was hier drauf tropft, läuft hier nach vorne durch und geht hier unten in den Behälter. Achso, du machst hinten zu und dann geht alles, was da reinkommt, geht in den Behälter rein. Richtig. Okay. Ja, und dann habe ich hier vorne einen 8-Liter-Behälter und wenn man den jeden Abend ausleert, dass man nachts sich nicht überlegen muss, ob man noch Kapazitäten frei hat, ist das überhaupt kein Problem. Ich glaube, selbst der Urin fängt an zu stinken nach einer Zeit. Also man sollte den... Urin an sich ist steril und... sagen wir mal, 1-2 Tage ist überhaupt kein Problem. Aber wenn es warm ist und ab einer gewissen Zeit fängt er an zu schwefeln. Das gibt dann so einen schwefelhaltigen Geruch. Es gibt Schöneres. Es gibt Schöneres, so, aber es gibt auch Schlimmeres. Wenn du es jeden Tag entleerst, sagst du, du hast gar keinen Geruch, weil da eine kleine Saugpumpe dran ist, ein Lüfter. Genau. Und das, was riechen könnte, einfach nach draußen geht. Und wenn ich mich von klein zu groß umentscheide, mache ich hier auf. Mhm. Und das, was ich dann groß mache, fällt in den großen Behälter rein. Da sind dann so humusartige Kokosflocken drinnen und die Kokosflocken ziehen die Feuchtigkeit. Mhm. Zusätzlich nochmal durch diese aktiven Entlüftung. Ich muss das vorher auch nochmal hier mit diesem Paddel hier durchmixen, dass also der Kot auch richtig schön mit den Kokosflocken umgeben ist, dass die Feuchtigkeit gezogen wird. Funktioniert das auch, wenn die Klappe zu ist, das Durchmixen? Man sollte es machen, wenn es zu ist. Okay, das heißt also, ich muss nicht drauf gucken, oder? Nein, und wenn es offen ist, sollte man vorsichtig mixen, nicht, dass man zu dynamisch ist und einen Vulkan baut. Und muss ich dann das Gesicht waschen. So, ich habe es verstanden. Also das wird nach außen abgeführt, dann wird das getrocknet, das Ganze riecht dann wie Humus. Riecht wie Humus, auf keinen Fall nach Fäkalien. Und das Ganze geht dann in den Müllbeutel rein und in den Müll. Oder wenn man komplett draußen in der Natur ist, ins Lagerfeuer. Brennt. So, hat Brennwert. So, wir gucken mal hier in die Löcher bitte. Denn du hast einen Zugang zum Doppelboden an den wichtigen Stellen. Vielleicht öffnen wir mal hier. Ist ja wie Weihnachten. Da komme ich... Oh, ist das Ende von dem Doppelboden hin? Das ist hier. Das ist da? Genau. Okay. Und das war das, wo man von hinten sieht. Darf ich mal zeigen, wie schön das gemacht ist hier mit dem Alu? Ja, mit der Aluzarge. Aluzarge, die hier drauf liegt. Das sind alles so Details. Also alles so ein bisschen für Daily Use. Kann ich jeden Tag auf und zu machen. Ja. Ist auch nicht so schwer. Ich war vor kurzem in einem Hausboot. Da war diese Klappe aus Stahl ausgeführt. Oh ja. Oh ja. Und ohne Gasdruckfeder. Und wie geht's deinen Finger? Nee, es war nicht Stahl, es war ein fettes Sandwich. Aber so fett, dass das hast du dann aufgemacht in der Hoffnung, es fällt nicht um. Ja.
Der Betreiber hat gesagt, machen wir demnächst mit Gasdruckfedern und dann geht es dann einfacher. Aber das hier ist easy und hier ist das Gleiche? Genau das Gleiche. Keller ist nochmal ein bisschen kühler, das heißt, wir haben bei unserem Fahrzeug da gerne auch einfach mal eine Steige mit Zwiebeln und Gemüse und so drin. So, dann große Küche, das ist vielleicht auch vielen Leuten extrem wichtig, dass sie sagen, hier kann ich auch Sachen, wenn ich reinkomme, mal ablegen. Ich kann die Arbeitsplattenverlängerung, die ist optional, hier ja, in dem Fall. Ist optional. Kannst du reinmachen. Was ist das für eine Oberfläche? Das ist Korian. Korian? Mhm. Cool. Ja. Ich dachte jetzt vielleicht HPL. Nee, ist Korian. Ja, ist Korian. Ist hochwertiges Material. So, dann ein Zweifel am Kochfeld. Auch da gibt es eine Option. Gibt ein größeres? Es gibt ein größeres. Für die, die wirklich viel kochen und nicht nur mal was, mal schnell was kochen wollen, empfehle ich immer die klassischen Herde mit erhabenen Gitter, weil hier habe ich einfach eine Begrenzung, wie groß ein Topf sein kann. Und dann euer Spülbecken, da gibt es demnächst auch eine Veränderung, aber da seid ihr sehr, sehr vorsichtig, weil diese Wasserhähne, alles was hier montiert ist, ich meine, da geht es ja um Wasser mit einer Druckwasserpumpe dahinter, das ist Pistenrüttelpisten erprobt. So ist es, ja. Wirklich, also wer je... Ich möchte nicht im Baumarkt gehen und eine hübsche Wasserarmatur kaufen, ohne die vorher irgendwo erprobt zu haben, ob das auch wirklich im mobilen Einsatz funktioniert. Also es geht oft darum, die stehen unter Druck, die werden durchgerüttelt ohne Ende. Oft sind die... gewissen Frostschutz noch abhaben. Mhm. Also irgendwann geht jede Mischerbatterie kaputt, aber so einen leichten Frost sollten sie abkönnen. Und du willst nicht die 300 Liter oder 200 Liter im Auto haben? Nein. So, das ist übrigens, ja, Thema Rüttelpiste. Ich glaube, das ist, da trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Ja. Du selber fährst ja auch ein Bimobil, nehme ich an. Ja, selbstverständlich. Scherz. Basisfahrzeug Eurocargo. Eurocargo steht aber übrigens. Zwei Daily 4x4 gefahren. Steht da oben am Berg, kann man jetzt nicht sehen. Das Ganze hast du selber schon mitgemacht. Abenteuer, wie heißt denn jetzt? Abenteuer Touren, unser Partner, ja. Genau. Was Fernreisen angeht. Fernreisen und so weiter und so fort. Da seid ihr unter anderem durch Russland gefahren, auf den wildesten und die immer wieder gern zitierte Tour, die wird jetzt kommen, die kennst du ja schon, sind die Bahnschwellen. Oh, unsere Bahnschwellen, ja. Ja. Wo wir auf der Kola-Halbinsel waren, in Russisch-Karelien, sind wir auf Straßen oder Pisten gefahren. Das waren die Versorgungswege der Bahn zu den Sowjetzeiten. Hat sich eine Tour natürlich ordentlich zurückgeholt und an einer Stelle waren diese Wege so, dass wir nicht durchgekommen sind. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, wir fahren auf dem Bahndamm. Mhm. Metall war schon lange weg, das konnten die brauchen, die Bahnschwellen liegen noch da. Und dann sind wir mit den Dailies halt über Bahnschwellen gefahren. Das tut allerdings der Seele weh. Aber hat so funktioniert. Waren aber nur 300 Meter? Waren 1,4 Kilometer, 2,5 Tage. Seid ihr gefahren auf den Bahnschwellen? Ja. Für 1,4 Kilometer. Wir haben auf den Bahnschwellen auch übernachtet. Das war übrigens Bärengebiet. Genau da habe ich kurz bevor wir auf die Bahnschwellen sind, einen Bär laufen sehen, einen Braunbären. Ah, ich dachte Erdbeeren. So. Nein, Braunbären. Das ist ein Kompressor-Kühlschrank? Kompressor-Kühlschrank, altes Modell, klassisch bewährt. Ja, funktioniert. Funzt. So, ich gehe jetzt. Ich muss nämlich meine Steaks aus dem Kühlschrank holen. Vorher gucken wir uns noch ganz kurz das Schwestermodell an. Ja. Du hast nämlich das gleiche auch auf Mercedes-Benz. Der ist ein bisschen tiefer, nehme ich an. Ja, und die Wohnkabine ein bisschen kürzer. Ist es der neue Allrad? Ja, selbstverständlich. So, der neue Allrad, da vorne ist er. Und der heißt auch LBX 365. Der andere auch, oder? LBX 434. Entschuldigung, LBX 434. Der große. Das ist eine 3,80 Meter Kabine. Wir haben bloß, weil das immer schon so hieß, LBX 365 gelassen. Okay, 4,80 Meter. Also eine Mogelpackung, er ist größer als draufsteht. 3,80 Meter, ja, ist etwas größer. Unverschämt. So, hier hast du eine Besonderheit, hier hast du eine E-Bike-Garage. Genau, für Fahrräder. Die kann man da reinstellen und dann hat man die Stehhöhe für Fahrräder. Aber im Großen und Ganzen ist es gleich. Also wer mehr auf Mercedes steht, du hast jetzt Einzelbereifung? Zwillingsbereifung, aber Allrad. Originalfahrwerk. Gut, Allrad, aber Zwillingsbereifung. Gut, auch bis 4,1 Tonnen machen sie eben singlebereift und den 5,5 Tonnen machen sie zwillingsbereift. So, das ist aber auch kein Thema. Das heißt, nasse Wiese, ist das hier jetzt ein Schlechtwege, würdest du sagen? Ich würde das als Schlechtwege-Allrad bezeichnen. Was genau ist der Unterschied, kurz zur Beschreibung? Schlechtwege ist, ich fahre mal kurz an den Strand runter, ich fahre mal eine Piste, ich fahre mal so, wie man hier sieht, so Schlammstrecken. Das kann er sehr gut. Richtig hart Offroad, wo es um die Geometrie geht, viel Bodenfreiheit.
weichen Untergrund, Sand, Schlamm, sonst irgendwas, da sollte man größere Räder nehmen, permanenten Allrad mit klassischen 100% Differentialsperren, mechanisch. Hier ist alles elektronisch geregelt, aber der Allrad ist echt hervorragend. So, der ist ein gutes Stück günstiger, hat aber auch die etwas einfachere Ausstattung. Hier haben wir normale Seitfenster drin und so weiter und so fort. Also es geht auch für 253.000 Euro. Auch eure Preise sind gestiegen, aber es ist tatsächlich möglich. Also für 200.000 Euro kriege ich sogar ein Bimobil, dann auf 4x2. Geht das? Das müsste sich ausgehen, ja. Wobei, na, weiß ich nicht, weil der Allrad, der kostet richtig wenig Geld. Okay, also die 6.000, 8.000 einfach dazu nehmen, ja. Fertig. Und hier sieht man schön, das ist ein Allrad, unschwer zu erkennen an diesem kleinen Blinker. Genau, weil der Originalblinker dann wieder zu hoch wäre, deswegen der ist üblicherweise im Spiegel. Dann ist er zu hoch, gibt die EU nicht frei, also muss man extra Blinker machen. Vielen Dank fürs Einschalten, Stefan Christner, tschüss.